So, ihr Lieben, wie versprochen, machen wir heute eine Tasse zusammen. Ich habe mir im Cricut Design Space diesen Spruch hier schon mal rausgesucht und habe den auch beidseitig gemacht. Also hier ist so ein bisschen, ist die erste Tasse. Wir gucken einfach mal. Weil es ja Thema Rechtshänder und Linkshänder. Das will ich dann demjenigen aber selbst entscheiden. Und da ist halt, wer will schon alle Tassen im Schrank haben. Fand ich schon mal einen sehr coolen Spruch. Hier seht ihr, dass sie gerade aufheizt. Ihr habt nämlich hier in der Bedienungsanleitung so eine Kompaktübersicht. Edelstahlbechertassen, Keramikbechertassen und Glasbechertassen. Finde ich sehr interessant, dass man sogar Glas, so Teetassen und so machen kann. Und bei Keramikbecher, das ist es ja, steht hier 360 bis 480 Sekunden. Da habe ich dann einfach mal das Mittelmaß von 390 Sekunden gewählt. Und ihr habt hier auch Grad und Fahrenheit. Meine habe ich auf Grad eingestellt und die heizt jetzt hoch auf 195 Grad. Hier wäre zwischen 193 und 199 Grad. Können aber beide Punkte nur in Fünfer-Schritte springen. So, das hier ist jetzt diese goldene Folie, die in diesem Set bei war, was ich euch gezeigt habe. Das klebt jetzt hier drauf. Das wird hier richtig heiß. Was ich aber jetzt noch mache, ist, ihr habt übrigens außerdem in der Folie hier innen drinne auch nochmal so eine Anleitung. Da sind verschiedene Schneidemaschinen, was ihr einstellen müsst, um die zu schneiden. Und auch die Angaben, wenn ihr das pressen wollt. Also hier Home Iron und Heat Press. Genau. Also ich denke mal, Bügeleisen würde sogar damit gehen. Und diese Heat Press. Genau. Also bei Klamotten. So, dann habe ich ja hier jetzt dieses Heat. Diese Folie. Dann habe ich hier so ein Dutch Paper nennt sich das, glaube ich. Man kann da aber auch Backpapier nehmen. Das will ich jetzt mal gucken. Passt das so einmal rum? Ne? Muss ich mal da messen, wie viel wir da brauchen. Ich falte mir gerade das Papier, damit ich das einmal um die Tasse rumkriege. Und das ist nämlich nochmal zum Schutz, damit da nichts verbrennen kann. Und da will ich mir jetzt als erstes hier ein Stück kleben. Okay, wartet mal. So. Um es einfach erstmal zu fixieren und dann schön eng anlegen. Und dann werde ich mir hier eine Markierung machen, da nochmal knicken. Ach, hier könnt ihr es auch gut sehen. Ich mache das zum ersten Mal. Ihr seid jetzt dabei, im Fall, falls das jetzt alles schief geht oder doch tatsächlich gut funktioniert. Wir schauen einfach mal. So, und ich werde es jetzt tatsächlich so lassen, wenn man so jetzt hier so, wenn das jetzt ein Sublimationsdruck wäre, dann müsste man es wirklich auf Kante schneiden, wie die Tasse ist. Und was ich vielleicht machen kann, ist das hier mal so reinklappen. Das werde ich mal machen. Ich werde mal ein bisschen mehr Press. Ich bereite das mal vor und dann zeige ich es euch mal. Weil, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob ich das hier gerade alles so richtig mache. Mir da selber nur Videos angeschaut. Genau, wenn ihr da so einen Sublimationsdruck habt, da ist eben wichtig, dass dieser Sublimationsdruck komplett an der Tasse oben, unten, überall anliegt. Und ich werde mir jetzt hier nochmal zwei Streifen schneiden. Damit eben überall auch Hitze verteilt wird und der Druck gleich, also oder die Sublimation auf der Tasse gleichmäßig stattfindet. So, ich muss mir unbedingt hier einen Abroller kaufen, weil ich finde ja nichts schlimmer, als das Ende von Tesafilm und so abzukriegen. Hier, fummel ich gerade. So, schaut mal, jetzt hat sich schon die Hitze erreicht. Also ich hätte euch eh noch eine Weile voll quatschen müssen. Und bin echt mal gespannt, wobei ich 390 Sekunden ich gefühlt ganz schön lang finde. So, ich klebe das jetzt hier nochmal innen so ein bisschen fest. Und dieses Papier hier, wo ihr wie gesagt auch Backpapier nehmen könnt, ist einfach nur dafür da, dass wenn ihr eben zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das bei dieser Heat-Transfer-Folie auch braucht, ist einfach nur deswegen, damit die Farbe, die geht ja auch nach außen, sich eben nicht hier in der Maschine festsetzt. So, ich ziehe mir mal lieber einen Handschuh an, ich habe ein bisschen Bammel. Die sind auch ganz cool, die sind beidseitig, diese Noppen hier. Ich auch was, dass mir die mein Mann nicht stiebitzt zum Grillen. So, und dann schieben wir das jetzt mal hier so rein. Zack, ich mache das mal mittig. So. Und jetzt theoretisch einmal drücken.
und wir warten. Also es sieht auf jeden Fall alles bündig aus. Das erste Mal stinkt es auch ordentlich, aber ich finde, das ist selbst wenn man einen Toaster erstmal benutzt, stinkt der. Da muss jetzt so diese ganze ja, Bauhitze und keine Ahnung, wenn das Ding gebaut wurde, erstmal so rausdampfen. Und aber ansonsten sieht schon cool aus. Ist wie gesagt knüppelheiß. Ich bin echt gespannt gleich. Habe jetzt so ein bisschen Sorge, weil das hier nicht komplett zugeht. Das ist aber eine Originaltasse ja von Locklick. Aber wir werden mal schauen, wie es gleich aussieht. Und seht ihr, jetzt sind gerade mal wie viel 50 Sekunden rum. Das ist so, ja. Das lassen wir jetzt zu Ende laufen und dann schauen wir uns die Tasse an. So, jetzt haben wir noch eine Minute. Ich weiß nicht, ob ihr das Video vorher, das Unboxing-Video gesehen habt. Das verlinke ich euch gerne noch mal in der Videobeschreibung. Das gibt ja bis 31.05. Ich werde das Video hier auf jeden Fall noch vorher hochladen, damit ihr davon profitieren könnt. Bis 31.05. so ein super Sonderangebot. Karnevalsfestival nennt sich das bei Locklick. Ja, wo ihr zum Beispiel diese Maschine, die ja einzeln 199 Euro kostet aktuell und da gleich inklusive Material und Zubehör 199 Euro bezahlen würdet. Also ihr habt da auch alle anderen. Ich habe euch ja schon die Heizpresse, die Hutpresse, die Mini-Press gibt es. Die habe ich allerdings schon von Cricut, deswegen werde ich die nicht von Locklick haben. Dann hat die Locklick sogar einen Plotter. Und ja, da schaut unbedingt mal auf der Seite vorbei. Ihr findet unten in der Videobeschreibung einen Link, wo ihr euch dann mal gucken, wo ihr mal durchgucken könnt. So, und jetzt wird spannend. Dann geht das Ganze auf. Ist wahrscheinlich mega heiß. Ist halt nur die Frage. Also hier sieht man schon, wie sich das Papier verfärbt hat. Das Problem ist nur, wo stelle ich es jetzt rauf? Weil ich nicht weiß, wie heiß das ist. So, die machen wir ein Stück beiseite und ich mache sie auch direkt aus. So, solange wie die im Strom ist, wartet mal, ich zeige es euch mal, ist bei allen Pressen von Locklick so, blinkt es. Das mache ich, ist halt quasi der Standby-Knopf vom Fernseher, nenne ich es immer. Ich mache meine Maschinen aber sowieso aus der Steckdose raus, wenn ich sie nicht mehr brauche. So, und jetzt würde ich sagen, jetzt bloß nicht mit der falschen Hand anfassen, die ist echt gut heiß. Merkt man so durch den Handschuh durch. Das ist halt die Frage, wie kriege ich das hier alles abgeschnitten? Kann man das anfassen? Bloß nicht verbrennen. Das ist richtig heiß. So, hier an der Seite schneide ich es mal auf und dann wird es spannend. So, das haben wir schon mal. Und jetzt ist die Frage. Oh mein Gott. Yeah. Ich lasse das alles auf jeden Fall mal noch so ein bisschen, ja, ich nenne es mal trocknen. Seht ihr überhaupt was? Haben wir noch mal einen Zaubermoment. Ey, ihr glaubt nicht, wie heiß die Tasse ist. Also verbrennt euch da bloß nicht. Ich meine, wir haben auch immerhin eben auf 390 Grad erhitzt. So, schaut. Boah, das stinkt. Die Seite hat schon mal nicht so gut funktioniert. Ich glaube, das lasse ich dran und probiere das mal nochmal. Ich lasse das jetzt aber erstmal auf jeden Fall ein bisschen abkühlen. Und dann machen wir mal gleich weiter. Aber cool sieht schon auf jeden Fall mal aus. So ihr Lieben, habe jetzt auf beiden Seiten mal die Folie entfernt. Die Tasse ist immer noch sehr warm, also als wäre frischer Kaffee drin. Aber ist erstmal fertig. Was ich jetzt machen würde wollen, ist sie mal im Geschirrspüler zu stecken, ob das Ganze auch wirklich hält. Und erstmal bin ich mit dem Ergebnis auf jeden Fall super zufrieden. Thema Sublimationsdrucker ist natürlich perfekt für Tassen. Dann könntet ihr eben auch zur Weihnachtszeit, weiß ich nicht, Bilder vom Kind drauf oder wie auch immer, besondere Ereignisse oder
weiß ich nicht, zum, wenn man Kollegen verabschiedet oder zum Ruhestand. Ne? Also ich finde, Tassen sind da immer sehr vielseitig und es sind halt einfach Objekte, die jeder gebrauchen kann. Und ja, ich werde mich da auf jeden Fall mal ein bisschen weiter durchvorstellen. Ich denke, die nächste Tasse, die wir noch machen, also wir werden auf jeden Fall noch eine machen, ist, also hier ist mir nicht so gut gelungen, wie ihr seht, aber hier ist genau richtig. Also kurz in linken Tassen. Was wir machen werden, ist mit Iron Infusible Ink, heißt es genau. Da presst sich die Farbe dann richtig in die Tasse rein. Also ne, verschmilzt quasi mit der Tasse. Weil hier liegt es jetzt trotzdem noch oben drauf. Aber ist halt trotzdem wie bei einem T-Shirt eben echt quasi. Theoretisch. Ich werde es wie gesagt mal im Geschirrspüler stecken. Vielleicht noch am Ende des Videos hier mit anhängen. Das muss ich mal gucken. Weil ich will das Video frühzeitig hochladen. Und genau. Also auf jeden Fall ist das erstmal das Ergebnis. Und ja, ich werde das hier, denke ich, beenden. Und vielleicht euch bei Instagram dann informieren, wie gut es am Ende gehalten hat. Jo. Ich kann euch, wie gesagt, nur empfehlen. Also ist alles, das Halten ist nicht die Materialqualität, sondern ob ich da jetzt die richtigen Einstellungen gemacht habe. Das weiß ich natürlich nicht, weil es war halt meine erste Tasse. Da muss man sich ja erst immer noch so ein bisschen durchwursteln. Und genau, ihr guckt unten in der Videobeschreibung, da findet ihr den Link zu Loglic und im Moment auch noch zu den Sparangeboten. Und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!